Grüß euch und willkommen zu diesem Video. Heute sind wir an einem der speziellsten Orte der Ostalpen, vielleicht sogar der Alpen. Ihr seht es da schon hinter mir. Da sind zwei Löcher. Da gehen wir heute rauf in einem wunderbaren Massiv. Ich bin nicht allein, ihr seht da den Jochen Bergwechsel Kramer. Jawohl. Der ist heute auch dabei. Schaut gleich einmal bei ihm am Kanal vorbei, der wird auch ein richtig cooles Video veröffentlichen. Ich verlinke seinen Kanal unten und ansonsten starten wir jetzt an diese besondere Tour. Viel Spaß damit! So Jochen, motiviert heute, oder? Ja, freilich. Auf geht's, oder? Auf geht's. Dreiviertel Stunden sind wir schon unterwegs. In der Finstern losgegangen. Und das erste Etappenziel ist die Bertgenhütte. Jetzt geht's zuerst einmal gemütlich durch den Wald dahin. Und nachher geht's hier ins freie Gelände. Ja, da sieht man Hochkönig. 5,5 Stunden auf die Bertgenhütten, 1,5 Stunden. Von unten weg ist die Hütte mit 3 Stunden angeschrieben. Also den halberten Zustieg zur Bertgenhütte haben wir schon geschafft. Und jetzt sind wir endlich im freien Gelände. Der Traum da hinten, der Hochkönigstock. Ein herrlicher Ausblick in Zurzachtal. Sonnenaufgangsstimmung, traumhaft. Bisschen Nebedreh, bergig. Aus dem Tal sind wir her. Draußen sieht man jetzt nach Hinterdorf, von da sind wir gestartet. Ganze Salzachtal im Nebel. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit bei der Bertgenhütte herum auf 1850 Meter. Ca. 900 Höhenmeter sind es noch auf zu den Teufelslöchern. Das sieht man auch da oben. Der Weg geht jetzt zuerst da um. Dann ist der Mooshammersteig doch relativ anspruchsvoll. Wir freuen uns auf jeden Fall schon mega. Und es ist auch noch gut, dass wir dabei im Schatten sind. Jochen, wie dachtest du bis jetzt? Ja, bärige Tour, hatte ich gesagt, mit Salzvolle. Und ja, keiner außer uns ist unterwegs, gell? Ja, ganz allein. Und ja, perfekt. So haben wir das ganze Bergspektakel für uns und fängt natürlich als Zuschauer genauso live dabei, ne? Ja, und jetzt reisen wir weiter. Jawohl, auf geht's. Jetzt haben wir jetzt zuerst den Weg da um. Noch ganz gemütlich. Aber das täuscht. Wird gleich einmal fösig. Jetzt haben wir auch schon wieder 250 Höhenmeter gemacht. Seit der Hütte. Auf 2100 sind wir. Und jetzt geht gleich die Kraxlerei los. Zustieg bis daher halt echt landschaftlich einmalig. Und jetzt könnt ihr da den Nebel im Meer nicht mehr genießen. Mal schaut mal, durch die Wand geht es jetzt durch. Mal werden wir jetzt in den Helm aufsetzen. Jetzt sind wir bei der Wand hierbei. Und da geht es jetzt noch in die Rinde rauf. Falls ein Schneider herkommt, ist gescheiter, glaube ich, oder? Ja, ein gescheiter Kopf gehört geschützt. Jawohl. Hat ich gesagt. So machen wir es. Dass ihr in Zukunft noch ein paar Videos seht von uns. Das ist jetzt der Einstieg. Da sind immer so leichte Kraxelpassagen. Eins auch, vielleicht 1+ Gelände.
Die Wege gingen da entweder links auf oder da, wo ich gerade stehe, kann man sich aussuchen, was man will. Da ist jetzt rutschig, gell, wo es nass ist. Genau. Erste Kraxelpassage hinter uns. Im oberen Teil ein paar Klammern rein und ein paar Stifte. Jetzt geht es wieder eine Querung nach rechts raus. Der Schnee liegt auch schon. Wird vermutlich noch mehr werden, aber dabei geht es nicht gut. Schwierigen Passagen, da wäre noch schneefrei. Ein bisschen versichert, aber das passt ja gut. Da oben die Teufelslöcher. Ja, immer wieder mal so Kraxelpassagen. Von einem Bantel geht's da aufs nächste. Und schön durchmarkiert. Das ist jetzt die Querung da aus der oberen Perspektive. Zwei Klammern sind da einmal eingeschlagen unten, helfen ganz gut zum Hinsteigen. Und das Seil ist natürlich auch super, weil es ist da voll im Absturzgelände. Ja, ein bisschen versichert geht es dann einmal rauf. Der Weg macht da einen kleinen Umweg, dass wir nicht die Schoderin rauf müssen. Und da sind jetzt schon die Teufelslöcher, stehen wir direkt davor. Ein Wahnsinn. Geile Teile, gell? Ja, Wahnsinn. Machen wir jetzt gleich herum, gell? Ja. Ist dann da noch flott gegangen. Das ist so arg da. Ja, bis da rauf sind schon mal knappe 1700 Höhenmeter. Ich glaube, da haben wir uns jetzt einmal ein Pausal verdient. Bevor ihr gleich das Fazit zur Tour hört, möchte ich mich ein weiteres Mal beim Flat dabei für die großartige Hilfe bei der Topo bedanken. Der Prozess hinter der Erstellung ist extrem kompliziert und aufwendig.
Ich möchte versuchen, euch auch in Zukunft mit unseren Skizzen zu versorgen. Vielleicht checkt mit der Topo zum Mooshammer Steig, von dem es bisher noch kein einziger gegeben hat, hierzun auch der letzte Zweifler, dass wir schon lange nicht mehr auf irgendwelche Vorlagen aus anderen Unternehmen angewiesen sind, um eigenständige Werke zu schaffen. Flutterbys Kanal findet ihr wie immer in der Beschreibung und im gepinnten Kommentar verlinkt. Ja, wir sind jetzt bei der Bärtgenhütte herunten. Ich glaube, original habe ich eine Aufnahme gemacht beim Obergehen, aber das ist relativ wurscht, weil es ist zum Obergehen auch nicht anders wie raufgehen. Also ihr hättet eh nur alles ein bisschen aus anderen Perspektiven gesehen. Es ist definitiv eine schwarze Bergtour da rauf. Trittsicher muss es sein, ich glaube bis auf 2150 Meter, aber geht es da eben in dem Absturzgelände danach bis in dem Chor herunten, wo es nachher zur Bärtgenhütte geht und wo es wieder ein bisschen besser ist, aber da ist es auch noch zum Aufpassen und vor allem hier zur Nabe. Die nächsten 400 Höhenmeter sind auch ein paar Stellen, wo wir noch aufpassen müssen. Ja, wenn du da raufgehen willst zu den Teufelslöcher, 1700 Höhenmeter und ein paar zerquetschte musst zurücklegen. Höhen, glaube ich schon definitiv nicht, oder? Auf jeden Fall. Ja. Bricht alle ein wenig was hoch, ja. Ja. Gut. Ja, gut passt. Aber ansonsten fällt dir noch was ein? Ja, wer will, kann Stecker auch mitnehmen. Ist auch sehr hilfreich. Ja. Ich habe heute auch mitgehabt zum Beispiel. Hat recht fest an, gell, zwecks Entlastung. Ja. Man hat doch 1700 und ein paar zerquetschte Höhenmeter in die Füße, gell, und der eine oder andere, dem wird das sicher fest an, wenn er das tut. Und ja, für mich war es eine Bereicherung wieder einmal, klar, wenn Franz unterwegs zum sein. Teufelslöcher wollte ich sowieso auch schon länger da und machen, gell. Und ich denke halt, wie passt. Für mich war es eine optimale, feine Tour. Besser geht's gar nicht. Mir hat es auch richtig gut getaugt und ja, werde sicherlich wieder mal herkommen. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten eine ins Kommentarfeld. In Jochen seinen Kanal habe ich euch eher verlinkt. Schaut unbedingt beim Jochen vorbei. Hat super coole Videos, macht es ein bisschen anders wie ich. Aber das ist auch gut so, dass jeder seinen eigenen Stil hat. Schaut da unbedingt vorbei. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, Kommentare unten ein ins Kommentarfeld. Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren, dann kriegt ihr eine Erinnerung, wenn das nächste Video online geht. Das war's auch schon. Passt, also. Ja, sag mal. Ja, Berg heil. Bleibt's geil. Bleibt's geil. Ciao. Ciao.